ja eigentlich sowas wie Tail? Nee, ne? Nee. Sad Life. Naja. Also einmal nur für dich, Fanny. Aua. Ja. Was, wo bist du da? Hallo. Ja. Unverkennbar. Ja, das sieht man mit den Flügeln. Leider gibt es keinen Tail. Also da habe ich nichts gefunden, irgendwie in Richtung Schwanz oder so. Nee, Tail gibt's nicht. Hui, au. Bei der Taverne würde ich jetzt auch wieder so einen Boden machen. Also so einen Parkettboden. Wie ich beim ersten Haus gemacht habe mit diesen drei unterschiedlichen Holzarten. So. Ich meine, man kann ja gucken, weil eben ist ja die Frage, ob das so ein großer Raum wird. Oder ob das... Also der Fußboden geht ja, würde ich sagen, einmal komplett durch. Und am meisten ist ja der Raum hin genutzt. No. Ich glaube, ich sehe das hintere Fenster sogar bis zum Boden durch. Ich glaube, das kommt ganz gut. Ja, so ist gut. Ja. Aber das Fenster ist jetzt noch nicht zu groß. Wirkt schon sehr riesig. Ja. Man könnte es vielleicht an beiden Seiten noch ein kleiner machen, dass das ein 2x3er Fenster ist, aber sonst cool. Ja, doch. So kann man dann gucken. Hier vielleicht nochmal so ein beide Einzelfenster macht. Also sieht das von außen ein bisschen leer aus. Oh ja. Musst du entscheiden. Ich hätte ihn auch wie so ein Kopf. Wie so ein Gesicht mit so einer großen Nase. So, da haben wir schon mal das Grunddings. Ich glaube, hier unten lasse ich so komplett offen als Wohnbereich, wenn man reinkommt. Gucken später wegen Stühle und sowas alles und Tisch und so. Und hier oben, das mache ich dann ein bisschen abgegrenzt mit verschiedenen Räumlein. Mal so hier. Theoretisch werden ich jetzt hier fertig mit dem Dach. Schön, ja. Oh. Ja. What the? Warum fliege ich auch immer so hoch? Ich glaube, wegen den Flügeln. Ja, aber ich glaube, ich habe mich gerade irgendwie berührt oder sowas und bin dabei richtig hochgeschossen. Ich kann so mit den Flügeln höher ein bisschen höher springen als sonst immer. Aber das war ja gerade, ich bin ja gerade geschossen wie eine Rakete. Noise. Auf jeden Fall schon ein Stufendach. Ja. So, ding, 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 ding. Ich mach so ein Dach wie deine Düsentrieb hat,
mit so Laserpointern drauf und so Ja. Strommasten mit so einem Atomkraftwerk einfach. Damit es überhaupt nicht auffällt. Genau. Muss ich ja dezent in die Umgebung einfügen. Ja, natürlich. Vergesst die Neon-Reklame-Schilder nicht. Ich würde das, damit das auch ein bisschen Abwechslung gibt, wenn das für dich okay ist, diese. Ja, mach ruhig. Oh, gut, das mit dem Fenster hier passt jetzt nicht so sehr. Mach ja auch wir. Wenn ich mit den YouTuber ja den Film drehe, mache ich das immer so. Ne, das, was er haben möchte, baue ich so grob vor. Und dann später, wenn er mal Zeit hat, dann guckt er alles nach und dann macht das selber nochmal ein bisschen umgestalten. Also darüber habe ich keine Probleme. Ja, wirklich schön chillig. Ja, mit den Räumen ist besser geworden, als ich dachte. Schön chillig. Irgendwie. So schön gemütlich. Ist ja jetzt bloß ein Zwei-Zimmer-Raum-Wohnung-Dings da. Aber hey, immerhin. Für ein Bett und ein bisschen Möbel, ja, reicht auf jeden Fall aus mit der Grundfläche von 5x4 oder 6x4. So, mal schauen. Jetzt mal hier. Also da. Du kannst auch da bleiben. Oh, du kannst weg. Du kannst weg. Super, hey. Ah, jetzt ist es Du. mir aufgefallen. Was, Liebe? Aha. Das Dach ist hier ein zu wenig. Dankeschön. Das muss ja überstehen. Da ist halt abgesehen von der Demo-Version. Ich stelle mich mal so, dass das von euch schön sieht und dann bin ich selber mal kurz weg. Das ist das Schöne, wenn die Kamera nicht mitläuft. Bis gleich. Jo. Jetzt müsste es stimmen. Hier hast du einfach einen Block vergessen, aber ja. Ja, ich hab's gesehen. Also hier passt es aber nicht mit dem überhängenden Dach wegen dem Zaun hier hinten. Ich gerade ausprobiert. Na, dann mach einfach den Zaun weg. So. Also wenn irgendwas vom Zaun im Weg ist, der kommt wahrscheinlich sowieso noch mal weg darum. Alles klar. Einfach drüber bauen. So, also von mir aus gesehen ist das Haus von außen gut geworden. Auch schön. Wahrscheinlich brauche ich jetzt deutlich Hilfe bei Inneneinrichtung. Inneneinrichtung kann ich auch nicht so gut. Nein. Ach echt? Ja, mache ich mal ab und zu, aber auch nicht gerne.
Also ich würde hier Slabs hinsetzen, weil das dann ein bisschen besser einfacht. So. Ja, dann würde ich es einfach ganz klassisch machen. Puh, da bin ich wieder. Hallöchen, Popöchen. Ach, ich habe meinen Einsatz verpasst. So. Und dann einmal Tisch. Ja, wo willst du eine Essecke hinhaben? Vielleicht hier so ein Fenster oder so? Wie meinst du so Tisch zum Hinsetzen? Ja, genau. Ich würde sagen, wenn wir so am Fenster. Ja. Ich dachte vielleicht Schlafzimmer eher oben. Ja, ja, genau. Schlafzimmer eher oben. Sieht auch, glaube ich, natürlich aus. Dann könnte man. Was können wir hier noch hinmachen? Vielleicht hier so Backecke, also grob gesagt Küche. Ja, kann man machen, hier vielleicht so ein paar Ablagen. Das wird schwierig mit der Höhe. Sektor. Oh Gott, oh Gott. Wir haben Hunger, Hunger, Hunger. Lass dich raus. Help me. I'm stuck, Stepwater. Und das könnte, glaube ich, auch gut aussehen. Hier draußen nochmal. Bei diesen Seitenübergängen, so mit Slabs. Ah, noch nicht. Ja, das sieht gut aus. Guck ich mal bei der anderen Seite. Stepwaza, I'm stuck. Help me. Ich komme von diesem Kackstuhl nicht mehr raus. Hilfe! So, ja. Aus dem Kackstuhl. Ja, das ist. Du musst es leider. Ich gebe dir eine Kiste, da legst du bitte alle Sachen rein, die dir gehören. Und dann muss ich dich leider removen. Weil die Stühle nicht benutzbar sind. Verdammt! Ich habe sogar schon mit dir drüber geredet eigentlich. Als ob ich mir das merke. Hä, wird das dann nicht so irgendwie irgendwann mal ein Problem, wenn das dann von den anderen hier sind? Ich versuche doch bestimmt, das nicht mal hinzusetzen. Das sollte vielleicht als Warnung noch mit reingeschrieben werden. Für Remove Play muss ich ja kurz aufgehen, ne? Ja, muss er einmal. Jo, bist gelöscht. Hm. Hui. Oh Mann. Aber schön, komm, sage ich, Stepwise, I'm stuck, kommen alle angelaufen. Das ist sehr... sehr hilfsbereit von euch. Nein. Ich hatte mich nicht mal in Bewegung gesetzt. Warum habe ich so viele Eier bei mir? Diese Frage werde ich jetzt nicht beantworten. So, hab ein paar Hühner gespawnt. Irgendwie hatte ich einen 64er Stack an Eiern bei mir. Ich weiß gar nicht, wo wir herkommen. Ah! Ich hab jetzt auch 16 geschriebene Bücher. Ich glaube, wenn man im Creative-Modus irgendwas in die Kiste packt, werden die Stacks komplett aufgefüllt. Kann das sein? Ja. Vor allem, wenn man die dann wieder rausnimmt. Ja, okay. Dann erklärt das einiges. Oh, jetzt kann ich Bücher verkaufen. Ich dachte, du machst jetzt eine Bibliothek auf.
So eine Manga-Bibliothek, das fehlt doch noch, oder? Aber sowas von. Ja, und ich jetzt mit den Pisten da rein. So, da kommt ein Nachttisch. Wie sieht's denn so aus mit Teppich? Ja, Teppich kannst du auch gerne benutzen. Entweder von meinem Klon den Teppich oder wirklich Pillow-Blöcke. Einmal kurz ein bisschen dein Haus kaputt machen. Alles gut. Nein, das funktioniert natürlich nicht. Oh Gott. Was tue ich hier? Ich muss nochmal was aufnehmen. Weißt du schon, wo du vielleicht ein Bett platzieren willst oder Betten? Au. Ice Bucket Challenge? Ich würde sagen, irgendwie hier so. Ja, dann da. Okay. Oh. Gott, die Küken sind schon alle direkt ausgewachsen. Oder hier so quer, keine Ahnung. Ja. Machen wir die Dreierpetten einfach. Sowas wie Vorhänge? Ja. Ja. Ich hab die gerade hier. Gott, wie heißt die Dinger eigentlich? Da. Oder muss ich ihn da suchen? Weiß ich nicht. Ich schau mal die Liste durch. Curtains. Ah. Ich wollte euch mal zum Testen eures Wissens fragen, wie man Pörtens schreibt. Frag den Freund. T-A-I-N-S. C-O-R und dann? T-A-I-N-S. Aber mit C-O-R-T finde ich hier irgendwie gar nichts in der Liste. Ansonsten gehst du auf den zweiten Reiter, wo Deko-Blöcke sind, auf die Seite 4. Ah. Ach, C-U-R. Ah, okay. Ich habe C-O-R eingegeben. C-O-R. Curtains. Das ist doch cursed. Ja. Da hast du auch Tischlampen, da hast du die ganzen... Sessel, da hast du die Tische, die Stühle, Inneneinrichtung mäßig ist das so ziemlich alles. Ah. Sessel kann man leider auch nicht benutzen. Also alle Sitzgegenstände nicht benutzen.
Ja, wahrscheinlich wie in dieser komischen Mod, wo man da slash sit und slash lay eingeben kann, ne? Weiß nicht, ob das die Kombination ist. Wahrscheinlich. Ich muss ja auch mal die Taverne machen könnte, theoretisch, ist ein Kamin. Dass man den vielleicht hier hinbaut, statt den. So, ich bin gleich wieder da. Juhu, bis gleich. So, mal schauen, wie das jetzt aussieht. Chest. So, jetzt geht's weiter. Hallöchen. Hallo. Hallo. Das ist schön geworden. Felron, das Dach so in Ordnung, oder? Ja, perfekt. Weil ich mich nur frage, warum sind die liegend und die stehend? Hallo. Ist das so richtig? Ja, das ist wieder als Stütz. Ach so, ja, da, ich sehe es. Jo, alles gut. Sorry. Also, irgendwie diese beiden Fenster von vorne sehen echt knuffig aus. Ja. Nochmal, wie bitte? Die beiden Fenster von vorne, die sehen voll knuffig aus. Ne? Das war ein bisschen Licht drin, ist aber nicht zu viel. Soll da auch ein Schornstein rein oder keiner? Wen meinst du jetzt? Dich, Herr Kuhn. Also in das jetzt Haus, was in das Haus, was du jetzt gebaut hast. Naja, ich kümmere mich jetzt erstmal nur um die Häuser an sich und keine Inneneinrichtung. Ach so, okay. Ja, eben, schon kann man dann gucken, wenn man auch weiß, wo der Kamin an sich hinkommt. Ja. So, erstmal ein bisschen aufräumen. Wow. So, jetzt fange ich aber endlich mal mit der Taverne an. Boah, das Haus hier sieht schon echt lebendig aus. Ja, das ist, ich finde das richtig schick geworden. Ich weiß nicht, ob der Kamin jetzt ein bisschen zu dick geworden ist. Nö, überhaupt nicht, weil dadurch, dass es ja ein relativ großes Haus ist, brauchst du auch schon einigermaßen, ich sag mal, Heizleistung. Von daher passt der hier so von der Größe her, finde ich, fast ja schon ordentlich rein. Also. Ja,
Ja, weil sonst hätte ich die zwei Treppen noch weggemacht und dann den einfach kleiner gemacht, aber. Nee, also ich finde das sehr gut so. Das passt auch, man kommt gut vorbei laufenderweise. Das stört nicht irgendwie. Ich habe gerade überlegt, wie geht der davor machen, aber geht er nicht, weil der Teppich da vorne ist, ne? Ja. Die Opfer, die man in MyTest bringen muss. Das Übliche. Oh Gott, der gibt schon wieder überall Eier rum. Ja, bei mir auch. Ach, wie dumm kann ich sein? Das hat mir zweimal das Gleiche geholt. Okay. Moment. Ach du meine Güte. Hast du ein Wohnhaus oder einen Hühnerstall? Beides. Ein Wohnhaus für Hühner. Luxus. Mit Küken. Ja, da habe ich ihn eigentlich unten hingeschmissen, aber der muss hier scheinbar durch die Decke gespawnt sein. Oh nein. Ach, ist egal. Ja, ich bin trotzdem okay. Ja. Die Lampen sind auch schick, finde ich. Ja, auch wenn die ein bisschen groß sind. Mal ja, das stimmt schon. Ja, also, die sind sehr groß, leider. Die Proportionen sind, ja, also mit dem Tisch ist es ja auch nicht besser. Ja. Eigentlich wäre es geil, wenn es so als einen Block so einen kleinen Nachttisch mit der Lampe direkt integriert gibt. Das wäre so von der Größe her am bei besten. Bei 7 Days. Ja. Bei 7 Days gibt's das. Ach ja. Ja, kann ich ja mal versuchen. Ich muss mir einfach die zwei Objekte nehmen, die kleiner machen und dann fertig. Und hier oben, nimmst du das dann so als bisschen Staulagerraum oder? Tja, das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Zum einen sieht es irgendwie so aus, aber ja, da weiß ich ehrlich gesagt noch nicht genau. Irgendwie, eben will ich es gerne hier so offen lassen, so dass man eben das so als Stauraum nutzen kann. Aber die Frage ist, ob ich hier direkt was hinstelle. Was das Feeling geben würde, irgendwie noch eine Öllampe oder sowas an die Treppe. Das hatten sie ja auch immer viel. Gibt's sowas? Da du ja auf der Gegend, das weiß ich nicht. Nee, es gibt nur diese Redstone-Lampenblöcke oder halt diese diese Tischlampen. Ja, du kannst aber theoretisch die Laterne einfach nehmen. Die Laterne. Boah. Hm. Alter, Hilfe. Aber viele Gäste erwartest du wieder. Holla die Waldfee, das ist mal eine Trafe. Ey, das sind meine ganzen Chicks. Warum? Okay, der Boden. Achso, siehst du gleich, ich kann ja hier diese Fässer hinstellen. Das kannst du machen. Dann würde es direkt ein bisschen mehr nach Lager aussehen an der Stelle. So. Mhm. Ja, so an die Fässer hatte ich auch gedacht. Ich schub's noch da. Du noch da. So. Bum. Nein. Bum, 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 bum. Wunderbar. Oh, ich hab eine perfekte Idee. Ich habe eine so gute Idee. Auch noch eine perfekte Idee. Potion, Trank. Wir haben ein paar schöne Farben. Oh, das sieht auch gut aus. Perfekt. Ja.